Hallo, ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Satisfactory. Heute mal nur mit mir an meiner Stelle. Ja, herzlich willkommen zurück in unserem Mega Monster Projekt Factory, wie es halt eben ist. Ja, wir haben mittlerweile kleinere Probleme. In den letzten Folgen, oder in der letzten Folge speziell, war das Multiplayer-Spiel nicht mehr möglich. Es lag unter anderem daran, dass eben wir die ganzen Förderbänder zusammengelegt haben und wir da richtig Remi-Demi mitgemacht haben. Das heißt, es ging gar nichts mehr. Mittlerweile habe ich den Meilenstein mit dem intelligenten Splitter beendet. Jetzt habe ich auch noch mal, ich musste ja noch mal nachbauen, habe ich jetzt mittlerweile auch hier die LKW-Station fertig gemacht. Da seht das, da geht es schon ins Lager rein, fleißig. So, da, na, ich steck mal kurz aus. So, hier, da, zack, geht's alle ins Lager. Und der sollte dann jetzt gut wie leer sein. Ne, wieso nimmt denn der jetzt da Kraftstoff? Das ist doch nicht Sinn. Also mal. Wieso schiebt er den Kraftstoff? Der soll doch zum Verfickten nochmal, soll er doch die. Also irgendwie läuft das noch nicht so ganz. So. Kraftstoff da. So. So, der soll entladen. So, okay. Okay, also das funktioniert noch nicht so ganz. Da weiß ich nicht warum. Warte mal, kann ich denn Dings ziehen? Ja, okay. Warte mal, machen es anders. Ich reiße diese Station hier ab. Und bauen das so. Das wäre jetzt einfach. Müssen wir jetzt einfach mal Förderband bauen. Sieht zwar richtig hässlich aus. Aber geht jetzt gerade mal nicht anders. Ich hoffe mal, dass mein Material ist ausreicht. Bevor ich nochmal los muss. Da habe ich jetzt gar keinen Bock gerade drauf. Ja, in der letzten. Also offline habe ich versucht, LKW zu bauen. Den habe ich auch gebaut. Der ist jetzt. Irgendwo auf der Welt, da oben seht ihr das Symbol. Bin nachgefahren, ich weiß nicht, wo er gelandet ist zur Hölle. Aber auf jeden Fall nicht da, wo er eigentlich stehen sollte. Ich habe hier, die seht ihr ja, die blauen Pfeile, habe ich versucht hier, habe ich versucht hier die, so eine LKW-markierte Strecke zu bauen. Aber wie ihr seht, hat das irgendwie nicht gut funktioniert. So. So. So, da geht jetzt das ganze Material raus. Wir haben jetzt hier, ich habe das hier, wie gesagt, nochmal alles neu aufgebaut. Wir haben jetzt drei Schmelzer, wir haben drei Factories, wir haben hier die Lager leer alle, sehe ich gerade. Warte mal, ich habe doch jetzt bestimmt was im Inventar. Ja, okay, das kann auch alles raus. So. Ist alles noch hier mit drauf. Na, ich bin mal im Gucken, ob wir nicht schon sogar Logistik Feuerband auf 4 aufstocken können. Wie viel habe ich denn? 190. Ja gut, dann wird sich vielleicht sogar anbieten, vielleicht mal eben das schon mal direkt schon mal aufzustocken. Bei Förderband 4 wäre ja schon mal nicht schlecht. Wir haben oben auch ein bisschen Material. Ja, okay. Bisschen was fehlt noch. Ich will jetzt hier aber erstmal eben Container hinbauen. Von hier aus bauen wir das dann weiter. Ja, Moment. Ich muss jetzt erstmal eben hier das zu Ende bauen. So. So. Jetzt kommen wir hier.
So, jetzt können wir schon mal hier lagern. Ja, das mit der LKW-Station, ich weiß nicht, das funktioniert irgendwie noch nicht so ganz. Kann zwar die Kurse eintippen, also abfahren, der fährt die dann auch lang, aber der Trans, also der will halt die ganzen Materialien halt irgendwie nicht aufsammeln. Keine Ahnung warum. Müssen wir uns, Marc und ich, uns mal bei Gegebenheit dran setzen. Jetzt die Woche, wenn wir für die nächste Woche aufnehmen, dann sind ja auch schon Ferien. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Zeit. Theoretisch, praktisch nein, weil ich auch weitestgehend auch ausgebucht bin. Ja, hier seht ihr die Reste von unseren, ja, ist es von unseren Bau. Von unserem Bau. Ich den ganzen Kisten jetzt noch von den ganzen Feuerwehren, weil mein Inventar vorhin zwischenzeitlich voll war, als ich das offline ein bisschen weiter gemacht habe. Und jetzt muss ich erstmal hier alles einsammeln. Und sind einige, wie ihr seht. Und wenn Marc hier auch noch mithilft, dann sieht das auch nächste Folge wieder aus. Wie gesagt, ich will jetzt heute in dieser Folge mal gucken, wie das ist mit diesem intelligenten Splitter. Ob das so funktioniert, wie ich oder wie wir uns das vorstellen. Weil dann können wir auch wirklich sagen, okay, dann bauen wir doch alles nach unten. Dann müssen wir halt drei Förderbänder bauen, vier Förderbänder bauen. Wir haben insgesamt 12 Produkte jetzt. Das heißt, wir brauchen halt drei, wir können halt aus einem mal drei machen. Das heißt, wir brauchen vier Förderbänder mit einem Splitter an drei. Können wir halt eben auf drei aufteilen. Heißt Mathematik, einfaches 1x1, können wir das halt eben dann fertig machen. Ich stelle Lampen, muss auch noch mal wegräumen. Können wir das dann so fertig machen? Ah, da haben wir noch ein bisschen Beamsteel, perfekt. Da kann ich nämlich hier die Förderbänder nachher auch bauen. Ja, also so sieht es jetzt wieder aus. Sieht ein bisschen karg wieder aus, so wie es vorher war. Der Start mit den ganzen Lagerboxen muss ich hier noch mal machen, mit den ganzen neuen Produkten jetzt. Sagt, ich will mich jetzt heute dran setzen, das fertig machen. In dieser und in nächster Folge noch. Und dann habe ich aber auch glaube ich, genug für diese Woche an Folgen. Vielleicht noch eine dritte. Vielleicht dann auch 20 Minuten nur. Weil sonst zeitlich ich nicht weiß, wie ich das auffülle und alleine. Wie Marc das ja schon mal oder wie wir beide das eindeutig ja gesagt haben. Sowas zu spielen macht eigentlich nur Sinn, wenn man das dann auch. Wie heißt es, wenn man das dann zusammen machen kann? Siehst du, jetzt haben wir Beamsteel wieder, habe ich hier wieder genug. Siehst du, jetzt kann ich auch wieder Förderbänder bauen. Wo würde ich sagen, ich will eben kurz mal das auslehnen hier, brauche ich nicht. Ich brauche das hier. So, dann will ich das jetzt mal testen. Wie gesagt, also vier Förderbänder, die passen ja Platz hier oben. Wahrscheinlich wird auch wieder eine Reihe abgerissen. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Deswegen, ich brauche jetzt mal mein Schlepperchen brauche ich wieder. Also die drei Förderbänder laufen deshalb jetzt weiter runter und auch so wie sie jetzt sind, weil die halt eben unsere Computerproduktion halt ja voll machen sozusagen und da rein und deswegen brauchen wir die, deswegen liegen die jetzt auch noch. Ich werde die erst dann so umbauen, wenn das wirklich alles fertig ist und wir da umstellen können. So, da muss man gucken, was das mal ist. Ich glaube, das ist Kalk, glaube ich. Kalkstein, muss man mal schauen. So, deswegen fahre ich jetzt mal hier hoch. Also es sieht wieder sehr karg aus, so wie wir es vorher hatten. Ja, hier sind jetzt noch die Plattformen dran, die verschwinden aber dann nachher. Hier ist alles wieder wie beim alten halt. Alle Linien sind wieder da, wo sie immer sind. Oder enden halt da, wo das Lager ist. Außer hier die Kabel, die Seile, die Draht, die Drähte und die Schrauben, die müssen halt runter. Da habe ich noch ein bisschen was offline gemacht. Und zwar habe ich jetzt hier aus der Produktion mit den Eisenplatten, die wir nun noch und nöcher haben, ja, noch früh genug sind, habe ich hier mal eine Linie rübergezogen zu den modularen Rahmen, weil aus der Produktion zu wenig kam. Und deswegen habe ich jetzt hier dran geführt. Die sind hier jetzt auf jeden Fall ausgelastet. Muss ich noch umwandeln gleich einmal. ja, das ist das eine. Das zweite, ich habe aus den drei Lagern, die ja ständig voll waren und alles voll war, aus der Produktion habe ich noch Förderband hier hingelegt. Zu der Produktion, die hier weiter zur Eisenplan geht, um die dann halt eben wieder hier den Kreislauf schließen und halt eben hier die ganzen modularen Rahmen hinknallen. So, die packe ich. Ne, die nehme ich wieder mit. So, sortieren.
Ja, dann habe ich halt das hier halt hingebaut. Hier habe ich auch nochmal aufgestockt. Hier die Lage, seht ihr auch, ist alles voll. Also Eisenplatten haben wir definitiv genug. Das heißt, theoretisch könnte ich das eigentlich zu schließen, weil ich ja eigentlich nur auf spekuliert habe, dass das so lang dauert, bis hier die fertig sind. Das heißt, theoretisch könnten das weg. Ja, hier die zweiten Schrauben halt von den modularen Rahmen, was wir ja von den schweren modularen Rahmen, den wir in Produktion hatten, kommen wir halt jetzt hier hin, genau aufs Förderband. Ja, ich denke mal, das ist einsichtig. Ich muss mal einmal kurz Fenster schließen. Einen Moment. So, 15 Sekunden später. So, eine halbe Ewigkeit später. So, ja, das ist, glaube ich, soweit erstmal der Überblick für euch. Ja, wie gesagt, jetzt will ich mal eben hier gucken, wie diese Dinger funktionieren. Dann nehme ich mir am besten mal glatt hier hinten die Stelle. So, intelligenter Splitter. Achso, da genau, da brauche ich so einen KI-Begrenzer. Muss mal gucken, wie ich den herstellen kann. Ich habe hier auch noch eine Ausrüstungsbank hingelegt. Achso, die war, glaube ich, im normalen Baumenü. Mal eben hier vorne hin. Also, wie ihr seht, hier ich habe auch noch mal drei Container jeweils hingesetzt. Von diesem Increased Industrial Beam. Hier, ich habe auch noch mal alle Förderbänder, das zeige ich euch auch gleich noch. Da habe ich auch noch mal ein bisschen umgebaut, verstärkt, dass alle Bänder jetzt wirklich voll sind. Zu den nicht genug Platz im Inventar, leck mich. So, ich brauche noch einen Motor. Und jetzt nehme ich die noch mit. So, okay. Jetzt brauche ich für den KI-Begrenzer. Ach, guck mal, passt. So, dann kann ich gleich drei Splitter bauen. Was will ich mehr? Ne, einen brauche ich noch, ne? Da nehme ich mir gleich unten einfach was raus. Unten haben wir ja auch. Reicht mal erstmal, wenn ich jetzt hier einbauen kann. Ich werde nämlich jetzt mal ausprobieren, wie das funktioniert. Mark hat es nämlich auch noch nicht ausprobiert, weil wir das in der letzten Folge einfach nicht machen konnten, weil das einfach gar nicht funktioniert hat. So, ich glaube, wir können den mal hier so hinstellen. So in der Mitte. So, konfigurieren. So, linker Ausgang. Nee, warte mal. Linker Ausgang ist da. So, Alter. Okay, also können wir es jetzt auswählen. Okay, cool. Dann nehmen wir Kabel, mittlerer Ausgang, nehmen wir da Draht und rechter Ausgang nehmen wir die Schrauben. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Na, wo haben wir denn die Schraubenkiste? Guten von Black und Decker. So, das heißt, dann können wir das ja zumindest schon mal so bauen. So, bauen wir jetzt das hier schon mal ab. Das heißt, dann können wir die jetzt alle hier hinten soweit schon mal zusammenführen. So, hier schon mal Platz haben. Ja, wie gesagt, ich habe hier ein bisschen umgebaut auch gehabt. Ich hoffe mal, das geht alles so fit auch. Dann muss ich noch hier den Fördermast nochmal abnieten hier. So. So einen hier. So, und dann brauchen wir so einen. Von da. So, dann können wir genau, können wir ja Bild 3. Kann man das dann hier hinbauen. Wird dann alles auch dann schöner bei Gegebenheit. So, jetzt theoretisch müsste das ja dann funktionieren. Genau, kommt die jetzt hier weg. Ja gut, theoretisch, warte mal, ich muss sie nochmal abreißen, die sieht jetzt scheiße aus. Wir wollen das ja auch, wenn dann schon mal direkt dann richtig machen.
Dann müssen wir das hier ordentlich mal machen. Dann muss ich den jetzt einmal wegfahren. Auf die Rampe. So. So. Das ist schon wieder Nacht. Super. Das ist Mist, ist das. So. Ich wollte nur einmal testen. So. Aber das passt. Das ist schon mal geil. So. Dann haben wir die schon mal zusammengeführt. Das heißt, dann müssen wir hier noch die Schrauben. Es ist geil. Das ist geil, das Zeug. Das macht Laune. So, die Schrauben gleich noch draufpacken. So, okay. Das müssen die erstmal alle so zusammenführen. Baue ich die mal hier unten hin. Packen die jetzt einfach erstmal da unten. Na. Erstmal einfach mal hier dran. Dass es schon mal weiter nach unten läuft. Dann kriege ich jetzt schon mal nach unten in der Zeit. Wir werden den mal hier unten bauen. Schon mal. Ja, das können die Kabel schon mal weiterlaufen. Boah, dann reißen wir eins ab. So. Okay. Müssen wir jetzt hier abreißen. Einmal. Oh, ist ja dunkel hier. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. So, guck mal. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt. Guck mal, können wir direkt hier in die Mitte setzen an die drei. Das passt. Dann baue ich da noch drei hin. Also links dann noch zwei davor. Und dann können wir da drei und dann da rechts drei. Dann haben wir schon mal 9. Und 3 packe ich nur nach vorne. Was will ich denn mehr? Ja, es läuft. Läuft, läuft, läuft. Genau, so. So will ich das. Ja, die müssen jetzt weiter reinlaufen erstmal. Das ist natürlich jetzt blöd. So, was habe ich gesagt? Links, in der Mitte müssen der Draht. Mittler Ausgang, da wo ist der Draht? Das macht so Spaß, das Ding. Links müssen die Kabel. Aber egal, da kann ich wirklich alles auswählen. Und rechts müssen die Schrauben lang. So, guck mal, das nehme ich schon mal. So. Derzeit muss ich jetzt hier die schon mal alle auf 1. Auf 1 setzen hier. Gut, hier will sich natürlich auch sinnig ergeben, direkt dann 4er zu nehmen, also ein 4er Förderband. Das müssen wir dann alles in der nächsten Folge machen, denn ich sehe, die ist gleich schon um wieder. Das heißt, ich jetzt kurz hier abreißen den Rest. Die Kisten sage ich alle nachher in der nächsten Folge, auch wenn das läuft. Jetzt aber will ich erstmal gucken, dass das hier irgendwie läuft. So. So, da haben wir die. Das muss hier weg. So. Weil dann sparen wir uns echt viel Zeit, Geld und Nerven. So, hier haben wir die schon mal zusammengeführt. So, die müssen wir mal kurz abbrechen. Das müssen jetzt hier ein Fusionierer. Wir brauchen den. So. Weil wäre sinnig sogar, wenn wir
Wäre sogar sinnig, wenn wir. Hi! So. So, jetzt kriegen wir alles drauf. Perfekt. Sieht noch nicht schön aus. Ich weiß, das weiß ich selber. Aber ich will das jetzt erstmal so fertig haben, dass man damit arbeiten kann. Dann werde ich wahrscheinlich, wie gesagt, in der nächsten Folge das Feintuning machen, damit ihr auch ein bisschen was zu sehen habt in der Zeit. So, jetzt können wir das unten alles anschließen. So, hier den letzten Ramsch wegbauen hier. Jetzt noch mehr Kisten hier. Also man merkt, es ist schon deutlich ressourcenschonender so zu bauen. Einmal performance-technisch und einmal auch in dem Sinne spielwirtschaftlich-technisch, dass man hier nicht so viel Materialien verbraucht. Gut, ich meine, wir sind jetzt in dem Status mittlerweile angekommen, wo wir sagen, okay, das hat uns eigentlich wenig zu jucken gerade. Können wir alles. So, jetzt bin ich mal gespannt. Er sagt, den Rest werde ich dann in der nächsten Folge machen. So, jetzt gucke ich mir das mal an. Ja, es geht dahin, das geht dahin, das geht dahin. So, die Farbe sind sowieso alle voll noch da hinten. Was mich jetzt gerade mal fuchst, ist. Mal gleich schauen. So, da kommst du jetzt gleich auf die Schrauben kommen. Ich muss ja wahrscheinlich hier, aber wie ich mich kenne. So, was mich jetzt. Ja, okay, dann bleibt das ganze Förmband stehen. Das ist natürlich in dem Sinne kritisch, weil wir hier einfach ein Lagerproblem haben. Gut, so geht das ja auf jeden Fall auch erstmal. Muss man das erstmal hier machen. Gut, so wie es weitergeht, das seht ihr alles in der nächsten Folge. Deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, wenn auch immer ihr euch das Video anguckt. Würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao und bye bye.